Wir sind gestern Abend nach Hause gegangen und du warst plötzlich wie befreit, als ich dir mal den Stock abgenommen habe. Diese Freiheit hast du dir heute auch irgendwie beim Basketballspielen gespürt? Die Freiheit, die spüre ich jedes Mal, wenn ich irgendwie auf dem Sportplatz bin, weil ich habe das einfach im Gefühl, dass, wie groß dieser Sportplatz ist. Ich war schon tausendmal auf dem Sportplatz. Also ich muss erstmal sagen, ich wusste gar nicht, dass du Basketball spielen kannst. Das mit den Körben werfen hat auf jeden Fall geklappt, wenn ich mich drunter gestellt habe. Darum einfach hier mehr Kindern die beste Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln über den Sport, mit dem Sport. Heute der Tag ist natürlich ein ganz spezieller Tag für uns, eine super Erfahrung, weil einfach zwei Kulturen aufeinandertreffen und Sport bietet einfach die Möglichkeit, dass sich Menschen aus verschiedenen Kulturen, die nicht die gleiche Sprache sprechen, trotzdem miteinander Zeit verbringen, Spaß haben, miteinander lernen, voneinander lernen. Also ich fand es total nett, dass die sich so viel überlegt haben. Es hat auch super geklappt mit den Leuten, die eine Behinderung haben. Die haben sich hier auch mit den Rollstühlen, dass wir zusammen Rollstuhlbasketball gespielt haben oder Sitzvolleyball. Da konnte man halt als Person, die keine Behinderung hat, so merken, wie das ist, der Sport, das auch selber mal zu machen. Und ja, es hat total viel Spaß gemacht. Also mir hat der Tag sehr gut gefallen. Dadurch, dass wir aber wie gesagt die Möglichkeit hatten, mit den Kindern vor Ort hier Behindertensport zu betreiben, war es einfach eine Möglichkeit, den Kindern vor Ort hier zu zeigen, was auch mit Behinderung möglich ist.